Liebe Zuseherinnen, liebe Zuseher, dritter Teil Mars, Halbquadrat, Mars, Oktil, Mars, 45 Grad, Saturn. Ein Nebenaspekt, aber der Sonderklasse. Ein Nebenaspekt, der die Zeitqualität so gut wiedergibt, wie ich es selten noch bei einem Aspekt gesehen habe. Von den Zahlen bin ich eher enttäuscht, von beiden Zahlenreihen schon irgendwie, aber das macht nichts. Im Horoskop, würde ich sagen, haben wir ganz klare Botschaften und wir sehen auch, ja, wir sehen auch möglicherweise den Auslöser, weil hier rechne ich die Zeit immer rückwärts. Also das heißt, hier beginnt die Rechnung, das 7.6. Ah ja, zum 7.6. wollte ich dir nur zeigen, ich habe zufällig, ja, ein Titelfoto gewählt im zweiten Teil, wo vorne die 76 steht, Hausnummer 76, und das steht ja für den 7.6. Also ein Zufall, der kein Zufall ist. Ja. Also das ist doch beachtlich, dass hier die Ruine und die 7.6, also 7.6, dieses Horoskop nämlich, genau zusammenpassen. Und wir sehen hier für mich irgendwie als auslösendes Moment, ja, wir sehen hier jetzt rückläufig gesehen an der Spitze des fünften Hauses, also des vierten Hauses, jetzt rückläufig gesehen ist es das vierte Haus, den Uranus, und der Uranus ist der eingeschlossene Herrscher des zweiten Hauses. Also das heißt, wir haben hier im Zusammenhang mit der Bevölkerung schon mal große Geldprobleme. Und dann sehen wir auch noch, die Venus als Herrscherin des zehnten Hauses und des fünften Hauses. Ja? Das heißt, hier kommt es offensichtlich zu irgendwelchen Interventionsversuchen, ja, aus dem 10. Haus, ja, keine Ahnung, was das sein wird. Ja, so, ich habe immer gesagt, es wird hart durchgegriffen und wer nicht spurt, der kriegt den Gummiknüppel zwischen die Lichter geknüppelt und jetzt ist es soweit, wir müssen hart durchgreifen und ich kenne keine Gnade. Karl, du bist ein Wahnsinn, du bist ein absoluter Wahnsinn und deine Diplomatie wird dereinst noch in die Geschichte eingehen. Aber hier und da hat, ich vermute, dein Berater, also deine Kinder und deine Frau, doch ein Glanzlicht hervorgebracht. Also so, ich kann nur gratulieren, Karl, du hast eine gescheite Frau und offensichtlich auch sehr gescheite Kinder. Also hier und da kommt ja doch etwas Intelligentes aus deinem Mund, auch wenn es nur geliehen ist, heraus. Aber was auch immer, ja, was auch immer, wir sehen hier ein Ereignis, ja, ein Ereignis, das ist, naja, eine Woche vorher dürfte irgendwann, jetzt müsst ihr wieder rechnen können, ach Gott, das mit dem Rechnen ist immer eine große Stärke, aber ich glaube, das hat sich schon herumgesprochen. Ich schaue mal hier rüber zum Kalender, da kann ich vielleicht etwas herauslesen. Juli, das heißt, wir haben hier 23, das müsste dann die Woche 18. mit 18. Juli beginnend sein. Da könnte es zu irgendeiner Maßnahme kommen, ja. Und zwar kommen sie natürlich sehr freundlich, sehr diplomatisch, miau, miau, ja, mit Venus. Oh, ja, Volksgenossen, wir wollen nur euer Bestes, eure Zeit, euer Geld und eure Energie. Ja, wir wissen, es ist nur Selbstlosigkeit. Selbstlos geht die Welt zugrunde. Und hier könnte es zu einem Ereignis kommen und mit etwas zeitlicher Verzögerung könnte dann hier die Reaktion der Bevölkerung sozusagen dann die Antwort sein. Und ja, ich schaue nur wegen Halbsextil, aber das ist schon ein bisschen eng. Wir sehen hier 11, also 12 Grad, Mars 10 Grad, 2 Grad. Ist mir für Halbsextil persönlich schon ein bisschen zu groß, der Orbis. Aber was wir hier ganz offensichtlich sehen, ja, der Mond, wie als ob er im Zenit stünde, er steht auch im Zenit, ja, Spitze 10. Haus wäre es in dem Fall nicht. Er steht quasi optisch im Zenit, 19 Grad, und zwar hier steht er ganz klar auf Skorpion gerade, 19 Grad, 14. Und Mond ist auch Herrscherin des 8. Hauses. Und hier strahlt er in einem Taekwondo, in einem T-Quadrat auf Aszendent und Deszendent herunter. Und am Deszendenten haben wir noch die Sonne. Ja, logisch, am selben Tag hatten wir einige Stunden zuvor den Halbmond. Das heißt, hier sehen wir etwas untergehen. Ja? Und hier sozusagen der Untergang, das ist sozusagen diese Gute-Nacht-Konstellation, wo die Sonne uns eben jetzt Niedergang bringt, und auch im Zenit haben wir den Niedergang. Also das heißt, wir sehen hier ein abwärts gerichtetes Horoskop, ein schwieriges Horoskop. Und der Aszendent Schütze macht natürlich sehr nervös, sehr aggressiv, sehr unleidlich. Und hier sehen wir auch den Zusammenhang, Herrscher von 1 im dritten Haus, Jupiter. Das heißt, es dreht sich wieder einmal in erster Linie alles um Wirtschaft, Handel und Industrie. An sich ist die Besetzung Jupiter im Widder ja eine gute, weil er in der Triplizität ist, weil er
aus dem Schützen kommt. Ja, also das passt ja. Schütze, Widder ist im Trigon zueinander und das sehe ich sehr stark. Aber trotzdem, wegen der Besetzung, Spitze drittes Haus in den Fischen, Herrscher von 3, Neptun in 3, sehe ich natürlich hier auch gewisse Unklarheiten, Vernebelungen, Auflösungsprozesse. Also kein unbedingt angenehmer Aspekt. Ich schaue nochmal, vielleicht hätten wir hier noch einen Spiegelpunkt, Spiegelpunkt 5 Grad, 27 Grad, das ist ein bisschen verwegen, zu Merkur einen Spiegelpunkt konstruieren zu wollen. Ich glaube, das ist jetzt vorbei, weil beide, Merkur ist wieder direktläufig, Jupiter geht auch, beide gehen in dieselbe Richtung und Merkur wird sich dann in Richtung Zwillinge verabschieden. Merkur ist der Herrscher des 9. Hauses, welches an der Spitze des 9. Hauses mit dem Untergangsfaktor Mondherrscherin des 8. Hauses natürlich sehr destruktiv besetzt ist. An sich wäre ja Merkur als Herrscher von 9 in 5 gut, ja. Ich meine, ich würde das Ihnen, das wäre sozusagen der Abenteuerurlaub. Ja, na sicher. 9. Haus ist die Ferne, die weite, große, weite Welt. Das 5. Haus steht für den Urlaub und das ist dann eindeutig der Abenteuerurlaub. Gut, Scherz beiseite. Klar kann man das auch sehen, aber ich würde eher sagen, 9. Haus ist das ferne Ausland, der wilde Westen und der ferne Osten. Und hier im 5. Haus befinden Sie sich im Wachstum, im Zeichen des Wohlstandes, wenn da nicht das Trigon zum rückläufigen Pluto wäre. Also das heißt, hier sehe ich doch bezüglich Wachstum im fernen Ausland ja große Probleme, große Spannungen. Trigon ist nicht immer positiv und ich sehe dieses Trigon auch durchaus als nicht positiv, sondern als problematisch, weil es uns hier Finanzschwierigkeiten anzeigt. Finanzschwierigkeiten insbesondere im Bereich der verbündeten Staaten, ja, also die Euro-Länder. Die Euro-Länder bedingen sozusagen, dass es hier in der Ferne auch kein Wachstum mehr gibt. Naja, in einer globalen Welt, wo alles miteinander verwachsen und verwoben ist, da bleibt kein Auge trocken, wenn aus der Seilschaft einer fällt. Also das heißt, einer für alle, alle für einen, wie schon damals die Muskeltiere oder Musketiers, oder wie sie heißen können, ja, zu sagen, wussten, zu pflegen, zu wie auch immer. Ja, ich sehe natürlich hier auch eine Halbsumme zwischen Venus, Mondknoten und Uranus. Ich schaue hier gleich hinein, was das bedeuten könnte. Venus, Mondknoten, Uranus habe ich, ja, ich bin jetzt selber überrascht worden, ja, von der Halbsumme. Venus, hier ist der Uranus, rasch Kontakt finden, für jedermann schnell eingenommen sein, Liebesrausch, ja, Liebesrausch von kurzer Dauer, kurz ist ja schon lange vorbei, ja, kurz ist lange vorbei, das heißt, hier haben wir dann eine superschnelle Beendigungsgeschichte und das hängt mit Geld zusammen, ja, das hängt mit Geld zusammen, das heißt, die Maßnahme der Staatsepaten geht, wie wir hier rauslesen können, in die Hosen. Und das dürfte dann die Bevölkerung, wie gesagt, wütend machen. Da ist irgendein wohlgemeinter Hilfsfaktor drinnen, der Schuss könnte aber nach hinten losgehen und dann, ja, dann beginnt die Stampede. Gut, bevor ich hier diesen dritten Teil voreilig beende, möchte ich noch ganz kurz ist ja auch vorbei, schnell, auf unseren lieben Freund Matthias hinweisen, hat wieder ein großartiges Video gemacht und zwar hat er hier aus meinen Sätzen etwas herausanalysiert, wo er gesagt hat, eindeutig das Jahr 1739, also gemäß Lahiri und nicht die andere Variante, glaube ich, was war das, 1803 oder 1806 und ich habe mich dann auch intuitiv dafür entschieden und auch unsere großartige Astrofamilie, die Community hat auch zu 100% gesagt, ja, 1739, die indische Variante stimmt, ja, und es hat mich wirklich beeindruckt, dass er das auch lupenrein herausgelesen hat. Matthias, alle Achtung, fantastische Arbeit, du hast hier ein Potenzial, das kannst du vielleicht noch gar nicht abschätzen, du bist viel zu bescheiden und bitte, der Aufruf jetzt an dich, an meine Gemeinschaft, an die Astrofamilie, ich sehe hier 719 Abonnenten, bitte helfen wir dem Matthias, dass er auf über 1000 kommt, weil dann kann er monetarisieren, weil ich sehe, dass Werbung läuft, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass er unter 1000 Abonnenten sozusagen dafür etwas bekommt. Also das heißt, das ist dann sehr unanständig, was hier läuft und so soll er selber ja davon in Genuss kommen, weil die Arbeit, die er macht, ist fantastisch. Also ich bin wirklich sehr, sehr begeistert, sehr, sehr angetan. Wir haben hier
das großartige, einzigartige, fantastische, hervorragende, gutmeinende, philanthropische, super spitzenmäßige World Economic Forum. Ja? 1971 gegründet und sie haben es geschafft, in 51 Jahren, wo sie sich auf die Fahnen geheftet haben, sozusagen sie wollen die Lage der Menschen verbessern, sie wollen sozusagen alles das Paradies auf Erden uns bringen und man kann wirklich sagen, sie haben es in 51 Jahren geschafft, die Welt besser zu machen. Das muss man auch einmal aussprechen. Ja? Sie haben es wirklich in rücksichtslosester Art und Weise geschafft. Sie haben weder Kosten noch Mühen gescheut, um unsere Lebenssituation zu verbessern. Sie haben nie auf eigene Gewinne geachtet. Sie haben nie sozusagen geschaut, dass sie ihre Vorteile ausnützen. Das haben sie niemals gemacht. Und deswegen kann man ruhig sagen, großartige Sache. Ich bin schwerst begeistert. World Economic Forum. Und heute ist ja ein Tag der 666. Und wir haben hier das Symbol, haben wir hier WF Symbol. Und wir können hier ja auch Wundervolles herauslesen. Ich glaube, das haben wir schon einmal getan. Wir machen es noch einmal. Ja? Weil hier das hier, dieser Schwung, also das ist sozusagen Saturn, das meint immer die Kreise, die Ringe des Saturn, nona net, was sonst. Und wir sehen hier dreimal das O und das ist wie mit einer 666 miteinander verbunden. Also optisch sieht man hier schon die dreifache 6, aber auch bei den Zahlen hier, wenn ich mal die O herausnehme, O als 15. Zahl haben wir da. 15 steht ja für den richtig. Die 15 ist der große Wohltäter der Menschheit, wird auch der Teufel genannt. Und die 15 haben wir gleich dreimal die 15. Und 1 und 5 ergibt gemäß meiner Rechnung die 6. Aber wir haben ja hier noch die andere Zahlenreihe, die Fox-Zahlenreihe. F, O und X sind jeweils der 6. Buchstabe, wenn ich bis 9 rechne und dann wieder anfange. Also bei I ist 9, bei J ist dann wieder die 1. Das heißt, wir haben F, O, X und dreimal die O ist wieder die 666. Und wir haben hier 5 und 8 Buchstaben ergibt zusammen die 18. Also auch hier 6 plus 6 plus 6. Großartig, fantastisch, wunderbar, gefällt mir. Lauter großartige Energien, fantastisch, wundervoll und ich habe auch versprochen im ersten Teil, ich möchte ganz kurz die Zahlenreihe des wahrscheinlich großartigsten Menschen auf diesem Planeten sagen, also ein Philanthrop der Sonderklasse, ein Mensch, den man immer in, wie sagt man, in Erinnerung behalten muss. Er ist, wie gesagt, ein absoluter Philanthrop, eine große Seele. Man kann hier vor Begeisterung gar nicht sich einrenken. Hier auch ein guter Freund, ja, auch ein guter Freund von Prinz Charles und wir haben hier noch, hier haben wir auch noch sehr schöne Fotos, sehr, sehr schöne Fotos, die belegen, dass er ein bescheidener, zurückhaltender Mensch war. Der gute Jimmy, der rein zufällig mit dem Thronfolger beste Kontakte hatte. Also sehr, sehr spannend, sehr interessant zu wissen, der mit der absoluten Spitze zu tun hatte und noch mehr Spitze sind halt seine Zahlen, wie wir sehen, 31. Oktober 1926, Skorpion geboren und jetzt schauen wir uns diese großartigen Zahlen an, 31.10.1926, 31, 41, 42, 51, 53, 59, daraus die 14 und hier haben wir dann die Satanshörner, die 5, ja, also besser geht es nicht, die 31, die liebevolle, die großartige, die stärkste aller Machtzahlen. Hier geht es um extremen Machtmissbrauch und wo man auch sagt, tut alles für Materie. Naja, beim Mars im Stier, kein Wunder. Ja? Und ja, also hier lässt man es, hier lässt man gerne andere auch leiden. Ja, ist ja großartig. Die 41 hat, wie wir das heute in den Zahlen auch haben, bei der neuen Zahlenreihe, hat mit Kindern zu tun. Und zwar geht es hier um Imageverlust. Man soll sozusagen, was man damals angetan hat, ja, was man früher damals durch Machtgeschichten jemandem angetan hat, soll man in diesem Leben gut machen und ich glaube, er hat es mehr als gut gemacht, also er hat das Beste daraus getan, was man nur tun kann, also ein absoluter Philanthrop, war immer bemüht, ich glaube, er hat sogar eigene Waisenkinderheime gehabt, du weißt ja, Waisenkinder, die keiner vermisst, die 42 an dritter Stelle, unvorstellbar, ja, und ein Philanthrop, die große schwarzmagische Zahl, möchte immer im Mittelpunkt stehen, lässt gerne andere schlecht darstellen. Aber großartige Zahl, 42, 51. Die 51 ist die schwarzmagischste aller schwarzmagischen Zahlen. Der Tyrann, die Machtzahl, wo man dann sagt, hier ist das Böse zu Hause. Ja? Gut, wenn du die 51 in den Zahlen hast,
brauchst du keine Angst haben, weil ich glaube, diese Zahlen hast du nicht. Ja. Die 53, Fanatismus, aggressiv, will die Meinung immer durchsetzen. Es wird auch als die Adolf-Zahl bezeichnet. Keine Ahnung wieso, aber da ist irgendwie was dahinter. Und die 59, größer, grandioser geht es nicht. Hass, Hass und nochmals Hass, eine sehr schwierige Zahl, eine Machtzahl, hat immense Hassenergien in sich und hat sozusagen, naja, die letzte Inkarnation in Wut und Hass und Zorn beendet. Also wir können kaum bessere Zahlen finden und deswegen gleiten wir gleich in die Frage des gestrigen Tages über. Und zwar hat die gelautet. Du weißt ja, das war damals, wo ich auch im ersten Titel des Videos geschrieben habe, von Erlösern und Rettern. Ja? Und Tagesfrage hat gestern gelautet, wie siehst du den Ansatz, dass uns Donald und Vladi retten werden, damit dann das goldene Zeitalter ausbrechen kann. 6% meinen, das wäre zutiefst infantil. Ja, ich habe nicht widersprochen. 9%, naja, wir hatten in der Geschichte ja schon zahllose Retter und Erlöser hatten wir auch. Auf einen Erlöser warten manche Kreise seit 2000 Jahren beharrlich und sie warten noch immer. Es ist fantastisch, dass damit die Sonne gemeint ist, ja, die sozusagen, wo die Tage dann wieder länger werden, wo nach dieser stationären Phase vom 21. bis zum 24. Dezember, bitte nicht verraten, nicht verraten. Man muss, 2000 Jahre sind ein überschaubarer Zeitraum und zu erkennen, dass damit nur sozusagen das lenkt, die Wiederkehr meint, sozusagen die Wiederkehr der Sonne. Die Sonne, ja, steht ja hinter Jesus Christus. Die 12 Jünger sind die 12 Sternzeichen, aber pssst, nicht verraten, großes Geheimnis, großes Mysterium, wie auch immer. Ja. 58%, wer nicht auf sich selbst vertraut, hofft eben stets auf andere. Eindeutiger Gewinner dieser Fragerunde, 14%, ich bin darüber erschüttert, wie viele daran glauben. Naja, erschüttert, mein Gott, man darf nicht vergessen, es wurde auch über die CIA unvorstellbar viel Propaganda in diese Richtung gemacht. Immer bedenken, CIA kontrolliert ja die Esoterik-Szene, vor der ich mich wahre und schütze und so gut fernhalte, wie ich nur kann. 14%, ich bin überzeugt, dass sie uns aus der Krise herausholen werden. Ja, ich sage jetzt nichts. Ja. Beatrix schreibt, es gibt keinen Retter von außen, der liegt im Inneren eines jeden von uns selbst. Beatrix, 100 Punkte von 20 möglichen. Daniela, zu Anfang war ich auch in den Bann gezogen und habe mich selbst auf Recherche begeben. Ja, ich war doch auch überzeugt. Ich habe doch auch daran geglaubt. Natürlich, es ist doch normal. Es ist ein normaler Entwicklungsprozess. Und wenn man sich dann näher mit auseinandersetzt, dann denkt man sich, grübel und studier. Irgendwas geht da nicht zusammen. Ja? Es hat mir allerdings das Gefühl gegeben, dass ich mit meiner andersdenkenden Einstellung nicht komplett allein war. Ja? Sehr gut. Roswitha schreibt, ich glaube, man sollte sich nicht darauf verlassen, von jemandem gerettet zu werden. Richtig. Lieber auf sich selbst konzentrieren ist wichtig und gut. Hilf dir selbst, dann hilft dir Gott, wer auch immer das sein soll. Ja, richtig. Also der Kosmos hilft dir natürlich. Free schreibt, kann man heutzutage noch jemandem vertrauen? Ich nicht, nur mir selbst. Ja, manchmal muss man halt vertrauen, ja. Aber trotzdem, zu 90% sollte man halt alles selber in die Hand nehmen und dann weiß man sozusagen, das habe ich selber gemacht und das funktioniert auch. Jana und René schreiben, wer rettet uns? In erster Linie wir selbst, aber ohne starke Unterstützung unserer Sternengeschwister sozusagen wird es sicherlich noch andauern. Ja, natürlich haben wir Hilfe von oben, gar keine Frage. Gut, ich sehe gerade 18 Minuten, Wahnsinn. Ja, viel zu lange wieder geschwurbelt. Tut mir leid, ja. Aber vierter Teil kommt sofort. Ende.